In dieser Folge von Zwei Loser und der Alkoholismus. Oh. Schokofresh! Ah. Ich weiß, dass du auf dem Klo bist und gerade scheißt. Heute ist es soweit, der große Tag. Ich weiß, ihr dreht alle ab, ihr habt schon Geschenke gekauft. Mami und Papi kommen vorbei, denn es ist Weltkrokettentag. Oh, der schönste Feiertag im ganzen Jahr. Ja. Was hattest du denn in deinem Krokanzkalender? Warte, ich guck mal. Du hast doch die billigsten Scheißkroketten gekauft, die es gibt, oder? Ja, sind toll. Die sehen nicht mal aus wie Kroketten. Heute ist der Weltkrokettentag. Ist nicht, wenn das Video kommt, morgen der Weltkrokettentag? Ja, ich glaube, der ist am Samstag. Ganze Anmoderation im Arsch. Naja. Aber wir ehren heute die Krokette. Und deswegen haben wir natürlich nicht nur Kartoffelkroketten, sondern wir haben auch Kartoffelschnaps. Man nennt ihn auch Wodka. Und jetzt denkt ihr so, nee, da ist ja aber Wodka Gorbatschow drin. Nein, da ist Pushkin drin. Denn wie ich Warum? Ich habe mich so gefreut, dass Deutsch ist. Auf wodkablock.de. Pushkin ist der einzige Wodka, den ich mache. Oh, das ist Pushkin. Nicht Pushkin! War Gorbatschow nicht dieser Fußballspieler? Ist das nicht der mit dem Muttermal auf dem Kopf? Nee, das war Martin Luther. Wegen dem Luthermal, verstehst du? This is not okay. This needs to stop now. Bevor, wir müssen eine Sache anfangen. Okay. Wir testen ja Kroketten mit verschiedenen Dips. Und ich müsste sagen, wir müssen mit Sauce Hollandaise anfangen, denn die ist noch heiß. Ja, ist eigentlich klar, dass Sauce Hollandaise im Grunde warme Mayonnaise ist. Nur so soll und dies geht nicht. Wir müssen jetzt auch direkt die kokette Ehre mit kleinen Kartoffelschnäpschen. Ah! Oh nein! Unser Praktikant Benjamin hat ja ein paar Kartoffeln ausgehöhlt. Ich muss zum Friseur, Alter. Ich sehe aus wie ein Wischmopp. Geh nicht zum Friseur. Wir schneiden die Haare. Hier auf dem Kanal in ein Video. Was sagst du, Kroketti? Probier mal ein bisschen ekligen Scheiß, damit das Video lustig wird. Ah, ja, gut, dann nehmen wir wohl das Maggi mal. Oh, warte mal, können wir nicht? Das ist hier. So. Das schmeckt nur noch nach Maggi. Pass auf. Oh nein. Oh, Schokofresh. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Was ist denn das Verbrechen da? Ottifanten Schokofresh. Wer hat das denn gekauft? Ott, du? Nee. Nicht? Nee. Bei den 1000 Milliarden Abenden, wo du dich zusammen mit Malte hier sinnlos besoffen hast, nur für die Belustigung von irgendwelchen... Hast du dir dabei schon mal gedacht, was machen wir eigentlich? Es macht nicht mal Spaß, das ist das Problem. Es ist nicht mal lustig, es ist einfach, es ist anstrengend. Ich hab grad, was ist denn los mit dir? Ich hab gerade Ottifanten-Schoko-Fresh mit Sauce Hollandaise und Maggi gegessen. Das ist nicht so, wie ich mir meinen Tag vorgestellt habe. Jetzt ist der große Moment, auf den ihr euch alle gefreut habt. Ich weiß, haltet die Hände aus der Hose, denn es ist soweit. Das große Kroketten-Quiz. Es sind 5 Fragen bis zur Krokettenmillion. Wann wurde die Krokette zum ersten Mal geschichtlich erfasst? 1464. 1812. Oh, das ist aber früher, als ich jetzt doch erwartet hätte. Wie heißt Krokette auf Englisch? Tater Tot. Na gut, stimmt. Nachweislich hat im Jahr 1835 die Krokette 5 Menschen das Leben gerettet. Wie konnte das passieren und aus welchem Grund die Krokette? Als ich Praktikant bei Mediakraft war. Und zwar habe ich da so wenig Geld verdient, dass ich einen Zeitpunkt hatte, wo ich mich so verkalkuliert hatte, natürlich, weil ich bin, dass ich ein Stück Toast in Frittieröl frittiert habe, damit es mehr Kalorien hat. Und ich glaube, dass das, was da passiert ist, genau das gleiche ist. Dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier noch ein paar alte Kartoffeln und wir matschen die jetzt kaputt und frittieren die, weil die dann mehr Kalorien bekommen in diesem gammligen alten Fett, was wir haben. Und deswegen können wir mehr Leute davon ernähren, weil es mehr Kalorien sind. Das finde ich eine sehr intelligente Antwort. Willst du es wissen? Ja. Weiß ich nicht, das ist eine Autorechnung. Ich weiß, ich habe Warum habe ich angenommen, dass du vorbereitet für irgendwas bist? Nächste Woche wieder ein beim großen Kroketten-Quiz. Ich weiß, dass du auf dem Klo bist und gerade scheißt. Ich weiß, dass du kackst. Komm her, yeah. Ich habe gerade 2 Wodka innerhalb von 2 Minuten. Was hast du denn da noch hier?
Knoblauch gehackt mit Chili und Öl, Barbecue-Soße, Tomatenketchup, Gewürzketchup, Tomate mild und Mayonnaise. Such's dir aus. Schreib's in die Kommentare. Ach, halte dich. Dann machen wir genau das. Nein, das interessiert mich gar nicht. Du musst kurz warten, bis sie das geschrieben haben. Oh. Ja, fick dich. Mir ist scheißegal, was du... Weißt du, ich fand das ja schon interessant, weil ich dachte so, hey, geil, Weltkrokettentag, endlich mal ein anderes Video, endlich mal nicht das gleiche immer wieder auf Feierabend, immer nicht wieder wie jede Woche zwei. Hey, Leute, wir können nicht draußen drehen, wir dürfen nicht raus und mitten, wir wollten so coole Sachen, ich hab noch das Ding, ich hab damals abgeklärt, dass wir hier in der Nähe ist, eine Fechthalle, da wollte ich fechten mit euch. Warum machen wir nicht mal sowas wie... Was hast du denn gegen Fechten? Kannst du eine Sprungrolle machen? Nö. Ein Rad? Nö. Handstand? Nö. Kopfstand? Nö. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir euch wieder mit Content überraschen.